So, doch noch jetzt zu Ende gerechnet. Also 100 gleich, vielleicht habt ihr das auch vorher gemacht und wollt euch jetzt überprüfen. Ich halte ja nicht so viel vom Rechnen an sich eigentlich, weil da hat die Mathematik nicht viel mit zu tun. Das können Computer tatsächlich besser. Das Verstehen, wie man da hinkommt, das ist das Entscheidende. Hier haben wir jetzt, könnte man mit binomischer Formel ausmultiplizieren, 1 plus 8t plus 16t hoch 2. Ne, denkt dran, das hoch 2. Das hoch 2, 4 mal 4, 16, t mal t, t Quadrat. Und der mittlere Teil ist das mal 2. Und so geht es dann weiter, plus 4 minus 24t plus 12 hoch 2, 144, t Quadrat. Dann hier weiter, plus 1 minus 6t plus 9t Quadrat. Das ist immer furchtbar, hier ist wirklich nur Zeitverplemperei. Das, das und das kann ich zusammenfassen. Ne? 16, 150, 160, 169 t hoch 2, dann 8t minus 6, nur das t sind 2t. 2t minus 24t sind minus 22t. 1 und 4 sind 5 und 1 sind 6 plus 6. Hier steht noch 100. Das sieht noch doof aus. Ich sage immer bei Gleichungen, wenn man nicht weiterkommt, alles auf eine Seite, minus 100, dann 0 gleich, 169 t Quadrat minus 22 t, 6 minus 100 ist minus 94. Und ich habe mir die Aufgabe ja ausgedacht, vielleicht kommt auch Schrott raus, muss man dann mal gucken. Hier kann man jetzt überlegen, ABC-Formel mit ABC oder erst durch 169 teilen. Und dann haben wir hier minus 22, 169, ist ein Kackwert, aber ist ja egal, t, minus 94, 169. Und dann kann man, jetzt könnte man PQ-Formel nehmen mit P-Wert und Q-Wert oder quadratisch ergänzen. Aber da sind mir die Werte jetzt auch zu blöd. Da ist mein Kopf dann auch zu Ende. Ich kann, wenn einer unbedingt die Lösung dann haben will, kann ich auch ein Computerprogramm drunter verlinken, da könnt ihr das dann eben eingeben und euch überprüfen. Ich hoffe, der Weg bis dahin ist in Ordnung. Wenn noch was ist, ruhig immer durchschreiben.